Hallo. Ich bin heute mal für eine Stunde oder so da. Und mache noch ein bisschen was an dem Musikvideo. Die Künstlerangabe hier stimmt ja gar nicht. Da muss ich mal eben ran. Oh, so. Und dann muss das Ganze noch rübergeschoben werden. Schwuppdiwupp. Mit meinem Ding bin ich ja jetzt erstmal fertig. So, ich versuche das jetzt mal so zu schneiden, dass es nicht langweilig wird. Beziehungsweise ich versuche erstmal was anderes, nämlich erstmal Synchronszenen rauszuziehen, die cool sind. Ja, ich fange hier unten an. Oder. Ah, ne, ich mache das mal so. Dann habe ich nämlich einen besseren Überblick, glaube ich. Was ist das, Junge? Ist das Glitzer im Gesicht oder ist das irgendwas an der Kamera? Nee, das ist irgendwas. Okay, ich dachte irgendwie, ich hätte irgendwie was Dreck auf dem Objektiv gehabt oder so. Manchmal sieht das genauso aus. Aber wir haben ja mit Glitzer darum sprühen müssen, deswegen. Ist jetzt die Frage, ab wo ist sie denn am Tisch? Aber das ist auch egal, ich muss die Sachen ja nicht nehmen. Ich kann die einfach mal rausschneiden schon mal. Wahrscheinlich wird von denen auch das meiste gut sein. Wo wir da jetzt wären. Da würde sie sich eigentlich gerade erst hinsetzen. Aber das wird sich ja noch verändern. Also kann ich erstmal munter rausziehen. Vielleicht. Nee. Aha. Ja, das ist vielleicht schon ein bisschen weit mit dem Kerzenleuchter da vorm Gesicht. Das sieht weird aus, weil ich nicht vorbeigegangen bin daran. Naja. Ah, das sieht alles nicht so gut aus.
Versuchen wir es mal ab hier. Ah, das sieht schon eher gut aus. Fangen wir mal hier an. Jetzt mache ich mal alles, was ich hier zwischen jetzt gerade irgendwie vergeigt habe, zu einem Stück wieder, bevor ich dann hinterher wieder mir Stücke zusammenstückel, wenn ich noch was von der Stelle brauche oder so. Was habe ich getan? Ich habe W gedrückt. Was? Was ist denn jetzt W gewesen? Hä? Das ist abgeschnitten. Was? Ich wusste gar nicht, dass es so eine Kurztaste gibt. Ich bin wohl kein Profi. Das war gar nicht verkehrt. Vielleicht irgendwo ab hier. Und eigentlich muss hier dann auch irgendwo der Übergang, also ich glaube, eigentlich ist das auch wirklich der Punkt, wo der Wechsel sein sollte. Aber ich nehme trotzdem noch von den Szenen welche mit, falls man mal so ein Hin- und Her-Ding irgendwie machen will. Also ich tue jetzt mal so, als würde ich einfach nur das schneiden. Vielleicht? Nee, ich dachte, das wird schneller wieder scharf. Ah, das ist cool.
Aber das auch irgendwie cool aussieht. Die Frage ist nur, das hat halt nichts unbedingt im Synchronen jetzt zu suchen. Packe ich jetzt einfach mal hier ans Ende. Naja. Sieht komisch aus. Aber das wäre ja eh nur für so Flashes wahrscheinlich. An der Stelle ist das kleine Stück in Ordnung. Auch nicht verkehrt. Da kann man bestimmt was mit anfangen. Vielleicht auch ab hier. Ja, why not? Rausschmeißen kann man es immer noch. Manche Sachen müssen auch time-corrected werden, noch. Wir mussten es ja natürlich in doppelter Geschwindigkeit aufnehmen, um diesen Zeitlupeneffekt zu bekommen. Ich lasse das mal tatsächlich so, wie es ist. Das Ende. Ich finde das nämlich gar nicht verkehrt. Weil es halt auch so ruhig ist. Dadurch kann man es gut mit den anderen Sachen zusammenschneiden, wenn da irgendwas zum Hin- und Herschneiden ist. Hier muss ich bei dieser einen Aufnahme auf die Schatten achten. Die können da, manchmal sind die da irgendwie im Bild und ich habe immer noch nicht verstanden, wo die herkommen. Weil hinter mir war eigentlich kein Licht. Ich versuche jetzt im ersten Teil einfach viel sparsamer zu sein mit diesen Szenen, weil, ja, die brauche ich ja eigentlich nicht, ne? Ach, das passiert mir immer. Wenn ich Steuerung S drücke und das S zu früh drücke, dann, ja, okay. Weil wir die da eigentlich nicht brauchen. Außer für Effekte vielleicht. Der war cool. So.
einfach nur dieses Stück. Ja, Interesse halber, nee. Okay. Für Effekte ist dieser Part auch geil. Hier noch mal. Auch diese Schwenks hier. Irgendwie gut. Damit kann man doch wirklich was machen. So. So. Anteasen, dass da noch ein anderer Part kommt. So, das kann man damit gut machen. Hallo, mein Bildschirm ist echt komisch, mein zweiter. Herber Herb. Mich schickt der Himmel. Ist das so? Warum ist das so? Perfekte Stelle eigentlich. Okay, du hast das erste Mal, machst du das dann auch, machst du Videos auch beruflich oder hast du für dich selber ein Video aufgenommen? Erzähl mal, ich beantworte dir gerne Fragen. Hier wird dann irgendwo der Wechsel sein zwischen den beiden Farben. Für den Bekannten im, als Hobby, okay. Ja, dann hau mal raus. Ich habe gefragt, damit man, also wegen Begrifflichkeiten, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ja auch Fotografie oder Videos häufiger machst, dann weißt du ja wahrscheinlich, dann muss ich nicht so mit Alltagsbegriffen so sehr erklären, sondern dann kann ich vielleicht eher präzisere Begriffe benutzen. Das war gerade in meinem Kopf.
Ja, ich habe auch schon überlegt, du mit der Kamera. Ich kann das jetzt natürlich problemlos machen, aber ich habe halt so dauerhaft auch überlegt, was ich mit der Kamera mache. Ich mache das jetzt einfach mal für den Moment. Aber ich habe auch schon hin und her überlegt. Aha, gibt es keine Kurztaste dafür, dass das nicht nach oben unten schiebt? Ach nee, das heftet sich eh an. Okay, ja gut, dann ist es egal. Sieht dann so komisch aus, ne? Dann gucke ich so aus dem Bild raus. Ich meine, ich kann sie spiegeln, aber dann fühle ich mich wiederum komisch. Muss mir mal was überlegen. Spiegeln und nicht komisch fühlen. Ach Mann. Danke für dein Follow. Herbe Herb folgt jetzt. Ja, ist schon klar. Ist schon klar. Moment, ich mach mal kurz was. Weil ich dieselbe Einstellung auch für Musik benutze und da ist es besser unten. Dupliziere ich mir die mal eben. Video. Dann nenne ich das andere nur Musik und dann versuche ich das mal, ob ich damit Spiegeln irgendwie besser klarkomme. Vielleicht sogar so in das Fenster dann rein. Das sollte ja relativ gut passen. Ja, vielleicht. Und dann versuchen wir das mal zu spiegeln. Gucken, wie das aussieht. Vielleicht gewöhne ich mich ja dran. Vertikal spiegeln? Dumm oder so? Ich möchte aber horizontal spiegeln. Hier gar nicht angegeben. Aber ich glaube. Hey. Ach nee, alles gut, du. Ich habe das auch schon, also mir ist das nicht entgangen. Ich hatte nur irgendwie mir noch nichts Festes überlegt. Aber jetzt gerade denke ich mir, dann will ich das auch irgendwie richtig machen, aber warum kann ich jetzt nicht oder kann ich, aha, das geht also. Okay. Gut zu wissen. Wenn ich das jetzt noch irgendwie richtig machen will, könnte ich mich sogar genau auf diesen Bereich machen, dann sieht das nicht so hässlich abgeschnitten hier aus. Ja, ich versuche mich mal daran zu gewöhnen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt bewege ich mich in die gleiche Richtung. Naja, mal schauen. Das macht mich irgendwie ein bisschen nervös, aber das vergeht bestimmt. Fand ich sehr schön. Das ging so richtig so auf, also von der Kamerafahrt und vom Gesang.
Aber hier brauche ich jetzt relativ viele. Komplett nehmen. Das ist gut, das ist schön, wenn du dazu lernst. Du kannst auch gerne alles fragen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich tue, womit man dazu lernen könnte. Es gibt halt natürlich auch verschiedene Methoden. Ich mache das gerne so, dass ich mir die... Es sind jetzt auch wenige Synchronspuren, es sind jetzt nur drei, ne? Aber ich mache das gerne so, dass ich mir dann eine anmache und dann halt immer die Teile, die ich cool finde, rausziehe. Und dann habe ich irgendwie Lücken, wo ich dann weiß, wo ich dann irgendwie mit B-Roll, Story oder was auch immer man hat, dann eben reingehen kann. Oder notfalls halt auch nochmal gucken kann, wo ist jetzt das Beste. Aber ich suche mir erstmal alles raus, wo ich wirklich denke, oh, das hat mich jetzt richtig gecatcht. Mehr oder weniger. Also vorausgesetzt, du arbeitest auch mit Premiere. Ich habe halt die... Guck mal, ich suche mal die nächste Stelle. Das hier könnte was werden. Ich klicke halt auf, also ich gehe halt auf die Spur. Ne? Ich habe die mittlere gerade an. Mit C machst du dein Schneidewerkzeug. Dann setze ich einen Schnitt. Also das rastet bei mir hier ein. Kann man hiermit an- und ausschalten. Okay, war Kacke. Warte mal. Bis hier vielleicht. Finde ich es noch verwertbar. Danach ist dieses nach unten tilten. Wahrscheinlich bin ich mit der Kamera irgendwo hängen geblieben. An der Deko oder so. Und dann setze ich hier den nächsten Schnitt. Immer noch mit dem Schneidewerkzeug. Dann drücke ich V, also direkt neben C. Eigentlich relativ easy dann. Dann bin ich wieder auf dem normalen Auswahlwerkzeug. Und jetzt kann ich den einfach hochziehen. Rastet halt weiterhin hier ein, ne, wo er war. Und dann mit Alt mache ich eine Kopie. Dann ist es hier unten nicht weg, falls ich nochmal dran muss. Also wenn man Alt gedrückt hält beim Loslassen. Ansonsten kann man es halt auch einfach normal nach oben ziehen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie. Aber dann hast du halt da unten eine Lücke. Das finde ich immer so ein bisschen. Weiß nicht. Das ist vielleicht eher ein Tick als wirklich nützlich, weil wenn man es da oben hat, braucht man es ja da unten nicht mehr, aber... Schön. Müssen vielleicht ein paar Sachen hinterher noch stabilisiert werden. Das ist so ein bisschen. Manchmal bin ich wahrscheinlich irgendwo dran gekommen. Das ist doch schön. Das ist so. Ja, dann, wenn dir das schon hilft, dann kann ich dir bestimmt noch vieles sagen, glaube ich. Ich habe vor allem jetzt vor kurzem, weil ich ja auch selber Musik mache, mein eigenes Musikvideo geschnitten, aber das ist halt so Metalcore-wirres Zeug. Und jetzt bin ich halt so voll von diesem Action-Schneiden auf dieses Dreamy-Schneiden gerade im Umbruch, das wollte ich sagen.
Das ist ja der dumme Schatten, von dem ich nicht weiß, wo er herkommt. Also offensichtlich von mir, aber hinter mir war eigentlich kein Licht. Ah, also so ein Playthrough-Ding, oder wie? Ich habe mal so ein Drum-Playthrough gemacht für eine befreundete Band. Weil jetzt gerade merke ich, dass es eigentlich viel cooler ist, sogar die Kamera gespiegelt zu haben. Weil jetzt gerade habe ich so schräg geguckt, weil das Bild schräg war und sonst hätte ich ja dann in die An... Ach, egal. Ich overthinke sowas gerne. Vielleicht kann man das hier nochmal nehmen. Überzeugt. Nächste Frage. Warte. Der Dude spielt Gitarre. Jo, kann schon sein, dass man das Playthrough nennt. Ja, okay. Ja, also halt sowas, wo man halt das Lied durchspielt und aber das ist trotzdem mit Schnitten. Aber halt, wo man halt, wo halt gezeigt wird, dass man das auch spielen kann. So. Das. Was habe ich jetzt wieder? Was ist das für eine Taste? Ich habe gerade entdeckt, dass man W drücken kann und dann irgendwas gelöscht wird. Keine Ahnung. Wie füge ich eine Blanco-Videospur hinzu? Ja, was ist mit dem? Also du kannst halt... Oh, Leute... Eine Nachricht mit mehreren Sätzen geht auch. So, also man kann halt irgendwo hier Spuren hinzufügen. Da. Keine Ahnung, was W macht. Ich habe irgendwie, ich habe das gerade aus Versehen ein paar Mal gedrückt. Und, aber ist mir bisher noch nie passiert. Ich weiß auch nicht, warum ich den Finger auf W habe. Ich habe in letzter Zeit nicht gezockt oder so. Ein bisschen schade, dass es nicht unscharf geworden ist. Der Autofokus war zu gut. Aber das kann man ja noch machen. Ich hoffe, die zweite Spur hat noch was zu bieten. Besorgter Blick am Ende, könnte man machen. Ja, ist nicht verkehrt. So, letzte Synchronspur. Gucken, was da noch so geht. Am Anfang wahrscheinlich eh nichts. We'll be right back.
Das ist, glaube ich, ganz cool, weil ach, man soll ja da noch nicht unbedingt sehen, dass dieses Blaue da kommt, aber so als Teaser halt. Okay. Wenn ich den ganzen Clip fertig habe, dann aber merke, ich will am Anfang noch ein Intro einfügen. Wie schiebe ich alles circa 10 Sekunden nach hinten? Du kannst Steuerung A einfach benutzen. Also dann hast du halt echt alles markiert und dann. Ich glaube sogar. Nee, es markiert die Mausposition. Aber ja, du kannst es dann einfach nach hinten schieben. Wenn ich halt die Länge vom Intro weiß, dann mache ich halt einfach das Intro, sagen wir mal, jetzt hier hin und dann Steuerung A und dann mit Shift den hier abwählen quasi und dann rastet das halt hier ein. So. Zum Beispiel. Muss natürlich gucken, was du wohin schieben musst. Jetzt sollte es so langsam interessant werden mit dem blauen Zeug. Ja, frag gerne immer nach. Ich mache das super gerne. Nur meistens hat das irgendwie für mich nicht so funktioniert, irgendwo random hinzugehen. Aber da, ja, keine Ahnung. Ist auch schon echt lange her, dass ich das mache. Ich glaube, 8 Jahre. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht waren da Streams noch nicht so ein Ding. Weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass ich es mal versucht habe und es nicht so ertragreich war. Ah, krass. Ja, ich habe beides vor ungefähr 8 Jahren angefangen. Beziehungsweise ich habe mich selbstständig gemacht vor 8 Jahren. Dann werde ich wohl vor 9 oder 10 Jahren mit Fotos angefangen haben. Ich finde, Videos machen einfach total viel Spaß. Also, sowas macht Spaß. Ist natürlich nicht so lukrativ, aber was halt lukrativ ist, sind dann halt auch so Werbevideos und sowas, Imagefilme und sowas. Das mache ich dann halt hauptsächlich. Aber so Musikvideos gehen halt auch, sind auch unterhaltsam, glaube ich, wenn man die schneidet. Und dies ist natürlich auch das, was man im Portfolio hat. Ein bisschen Werbevideos sind auch drin, aber das ist ja eher langweilig anzusehen, finde ich. Aha, das ist ein guter Zeitpunkt für einen Dolly-Zoom ohne Dolly. Ich glaube, hier irgendwo war das. Und dieser dumme Schatten wieder. Aber den kann man rausschneiden.
Finde ich nicht verkehrt. Kann man erstmal so reinnehmen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich die Story-Szenen dann irgendwie angepasst bekomme. Aber ich glaube, um die kümmere ich mich mal zuerst, dass das so einen Flow hat und so einen Spannungsbogen, und den Rest fülle ich dann eben mit den Synchronsachen. Niemand will die Decke sehen, Roman. Niemand. Vielleicht ab hier, wenn es eine smoothe Bewegung wird. Nein, wird es nicht. Mal das mal eben aus. Mann! Hab schon wieder W gedrückt. Das Stück nehme ich mal, auch wenn das jetzt nicht der Knüller war. Ah, ich habe auch erst so ein, zwei Jahre Fotos gemacht und dann mit Videos angefangen. Fotos zu machen ist mega gut für die Grundlagen, wenn man Videos machen will. Den Part kann man noch mit reinschmeißen erstmal. Ist auch ein cooles Ende. Ach komm, machen wir noch eine Spur auf da oben. Ich brauche sie eh hinterher. Ach so, das geht by the way auch, ne? Ich hatte eben gesagt, hier rechtsklicken und eine Spur hinzufügen. Aber das halt einfach eine Spur höher ziehen, geht halt auch. Also da, wo nichts mehr ist. Dann macht es eine neue. Das sind so Sachen, die vergisst man irgendwann. Ey. So. So, das wird alles ein bisschen kürzer und knapper vom Schnitt. Das wird's genau. Irgendwo kurz nach dem Pling. Nee. Kurz davor.
Aber doch nicht auf dem Beat, oder? Vielleicht doch. Vielleicht doch da drauf. Nee, das sieht komisch aus. Aha, okay. Meine Güte. Was ist mit den Leuten los? Ich mache mal kurz das Ding hier auf stumm. Also immer dann, wenn man streamt, ne? Dann fangen die an, auf allen Kanälen irgendwas zu schreiben. Das ist ein Phänomen. So, hier muss ich auch direkt mal ran, weil oben dieses Fenster ist echt nicht cool. Weg mit dir, Fenster. Ist so. Ist so. Irgendein sechster Sinn. Du willst nicht genervt werden? Dann nerven wir dich mal. Keine Ahnung, was da steht. Boah, diese Location, ey. Das war auch zum Kotzen. Ich meine, wir haben ja ein Set gebaut, da mehr oder weniger, also eher sie hat das Set gebaut als ich, aber man hat das ja eben schon so ein bisschen gesehen. Alles, was nicht im Bild ist, da schlimm. Also sie konnte die Location kostenfrei benutzen, aber ja, so sah das auch aus. Ist der Übergang hier? Da war alles vollgestellt. Alles vollgestellt. Das Gute war, dass wir diese Sofas und Sessel und so benutzen konnten und dass der Tisch da war, aber die meinte, also die hat schon angefangen, bevor ich da war, und die meinte halt, dass der Tisch auch so komplett voll mit toten Fliegen war vorher. Es war wirklich gruselig. Aber halt irgend so ein durch Spenden finanziertes Café, ich meine. Also eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, ich muss auch mal von vorne gucken. Muss ja hier auch irgendwo müssen die Detailshots von dem Tisch hin. Lade. Schön. Ne, das sind alles die Sachen. Das ist auch an den Tisch gehen. Die müssen so ein bisschen verteilt über das ganze Video laufen, diese Detailshots. Ich weiß nur noch nicht genau. Ich guck mal von vorne, wo das passen könnte. Im Prinzip will ich das ja auseinanderziehen. Also es wird jetzt kürzer, dadurch, dass ich es vernünftig schneide. Aber im Endeffekt muss es hier dann den Bruch geben. Alleine, was wir hier im Hintergrund wegräumen mussten. Alleine hier und da, auf diesem Tisch.
Deswegen ist es auch dunkel. Also, es sollte, sie sollte halt auch aus dem Dunkeln kommen, aber. Na, dieser Schnitt gefällt mir nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ey, das macht mich wahnsinnig. Wo kommt denn dieser Schnitt hin? Irgendwas stimmt mit diesem Schnitt nicht. Ich kann es aber nicht benennen. Vielleicht wirklich nur Kleinkram. Oder liegt es daran, dass sie nicht denselben Schritt macht? Moment. Doch, macht sie. So. Jetzt alles ran. Das war nicht richtig. Nee, raste da ein, bitte. So. So, jetzt haben wir da. So, auf jeden Fall irgendwo vor dem Sitzen, also da, wo sie sich den Tisch anguckt, müssen die Details mit rein. Finde ich übrigens auch ein bisschen oll. Zuschnitt einfach. Vielleicht sogar hier. Vielleicht sogar hier. Weil hier ist es eigentlich mehr oder weniger zu spät. So, also ein paar Details müssen hier rein. Ich muss um halb tatsächlich auch weg. Sehr wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe. Denn morgen beginnt ein früher Tag und ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Und hier kann es wieder reinkommen. Bis dahin Details. So. Jetzt muss ich mir im Prinzip auf irgendeine Spur alle Detailaufnahmen schmeißen. Fangen wir mal an, die rauszuziehen. Ja, super. Sowas immer nervig, dann sucht man sich den Teil raus, den man haben will. Und dann kommt danach das gleiche nochmal in richtig gut. Ja, das ist Zeitlupe. Gucken.
Wofür gibt es denn Stabilisierung? Ja, genau das meine ich nämlich. Ich muss mir angewöhnen, bei sowas wirklich für jede blöde Aufnahme einmal Stopp zu machen. Dann weiß ich immer, es ist der letzte Try, der gut ist, sehr wahrscheinlich. Und dann... Ja, das ist besser. Das ist besser. Ich mache das einfach so, ich gehe diese Aufnahme jetzt noch durch. Und dann bin ich für heute erstmal raus. Oh mein Gott. Ich glaube, vielleicht bin ich von hier irgendwie. Nee, 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 red mir nicht Okay, dazwischen. dann muss ich vielleicht mal ein bisschen anders das Licht machen. Aber ja. Nee, das Licht Von anders deiner Seite machen? meinst du? Ja. So, Quatsch. Was Ich redet kann sie mal denn schnell da? gucken. Aha. Ah, Hilfe. Ja, nee, ich habe noch zu tun, andere Dinge. Und deswegen kann ich nicht mehr lange bleiben, nur noch ein paar Minuten. Aber ich werde am Donnerstag wieder da sein. Also Montag bis Mittwoch werde ich nicht mehr streamen, sehr wahrscheinlich kategorisch nicht mehr, wegen... Also Mittwoch könnte sein, aber sehr wahrscheinlich auch da nicht. Wegen dem Job. Sondern diese Dinge werde ich dann Donnerstag, Freitag und auch wochenendmäßig, je nachdem, machen. Ja, naja. Habt ihr denn alle das fertige Musikvideo schon mitbekommen? Weiterleiten an wen denn? Ich weiß gerade nicht an wen. Ich guck mal kurz. Ich weiß es gerade nicht. Wer ist denn da? Ist jemand da, an den ich weiterleiten kann? Dann tue ich das, sobald ich dieses Video gemacht habe, raussortiert habe. Ja, die Musikdame vom letzten Mal, die ist da. Die macht. Die spielt aber Resident Evil, okay. Ansonsten ist niemand. Niemand online. Ein Freund von mir, der streamt jetzt langsam, also jetzt langsam, der hat wieder angefangen, hatte eine längere Pause, aber der ist auch nicht da. Langsam ist er. Okay, ja, langweilig. Ja, vielleicht. Macht schon echt was her. Ja, macht echt was her. Gedanken zu verlieren. Vielleicht suchst du dir auch ein eigenes Hobby noch, wo du etwas Kreatives machst. Was hältst du denn davon? Vielleicht machst du ja auch Musik, deine eigene japanische Musik.
Ah, das war cool. Okay. Okay, bis hierhin kann man das noch nehmen. Ich gerade gucke, wie viel ich davon habe. Ich kann ein ganzes Musikvideo nur mit den Details machen. Na los, na los. Ey, das war doch Kacke. Wahrscheinlich habe ich das nicht richtig gesehen. Aber egal. Wenn ich überlege, wie kurze Stücke ich nur brauche, dann ist das, glaube ich, auch völlig ausreichend. Ja, ist es. Diese unscharfen Glitzerpunkte machen halt auch echt was her. Warte, ich lese das gleich. Ich glaube, das ist die letzte gute. Jetzt habe ich schon wieder W gedrückt. Ich hoffe, es ist diesmal nichts passiert. Nee, nee, nicht sprühen. Wird nicht gesprüht. Ich will nur Bio-Obst, kein gesprühtes Obst. So, das sind jetzt alles Detailaufnahmen. Na, herzlichen Glückwunsch. Wird ziemlich cool werden. Keine Ahnung, warum das damit drin ist. Ab hier ist ja völlig ausreichend. Nicht so an. So, was? Da, Nasebohren hatte was? Okay. Ich verstehe. Alter. Das war ein Clip und ich hab. Alter. Sogar ohne Zeitlupe hätte ich genug Clips, um ein Musikvideo nur mit den Details zu füllen. Aber hey, ich gehe einfach die Details nach und nach durch und dann schmeiße ich die in die Lücken, wo ich denke, dass es passt. So. Ich gucke nochmal, ob irgendwer da ist, zu dem ich euch schicken kann. Ansonsten bin ich einfach so weg und ihr müsst euch jemand Eigenes suchen. Nö. Niemand. Nichts. Gar nichts. Traurig. Naja. Dann werde ich euch einfach so. Ja, du darfst jemanden vorschlagen, aber ich mache das gerne halt mit Leuten dann, wenn ich, die ich dann in meinem, die ich halt auch irgendwie schon kenne. Ich finde das immer so weird, einfach irgendwen zu dingsen. Hier.
jetzt nochmal richtig machen hier. Geisterjagd, okay. Ja, guck mal, ich mach das einfach mal. Und ja, spätestens Donnerstag bin ich auch wieder da. Vielleicht noch nicht fertig. Ah ja, das habe ich auch schon eine ganze Weile gespielt. Ja, dann schicke ich euch da jetzt rüber. Ich muss gucken, wie das geht. Aus dem Browser? Gar nicht. Ich kenne den Befehl nicht. Gucken. Das sind so Dinge, die ich mir mal angewöhnen muss, glaube ich. Oder raussuchen muss überhaupt mal. Aber das ist ja relativ einfach, wenn ich das hier mache. So. Und dann müsste ich das doch hier tun können, oder? Wie habe ich das denn sonst gemacht? Hilfe! Wie habe ich das denn gemacht, Mann? Bescheuert. Ich weiß es nicht. Kann man nicht irgendwie Ausrufezeichen Raid machen oder so? So ging das doch. Weiß ich aber auch nur von Lisa. Ne. Moment. Es gab mal einen Button dafür. Das war einfacher. Ärgerlich. Ah, doch, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich war im Creator Dashboard und da geht das. Aber diese Befehle muss ich mir mal raussuchen. Stream Manager und da kann man das machen. Ja. So. Genau, dann beginne ich jetzt den Raid und bis Donnerstag würde ich sagen. Habt eine schöne Woche. So, und jetzt müsste das ja auch in OBS hier bei mir auftauchen. Ja, das tut es auch. Sehr gut. Ach, guck mal, Schrägstrich Raid wäre es gewesen. Gut zu wissen. Ciao.